In Deutschland leiden ca. 8 Millionen Menschen an Diabetes. Von der Volkskrankheit sind 95% Typ 2 und 5% Typ 1 Diabetiker. Während Typ 2 Diabetes neben anderen Faktoren vor allem Übergewicht und Insulinresistenz zur Ursache hat, handelt es sich bei Typ 1 Diabetes um eine angeborene Autoimmunerkrankung. Diabetes wird durch das Fehlen oder die Beeinträchtigung der insulinproduzierenden Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse hervorgerufen. Das kann zu schwerwiegenden Folgeerkrankungen führen. Stammzellforscher Heiko Lickert möchte neue Therapien gegen Diabetes entwickeln. Stammzell- und Regenerationstherapien. Beim Typ-1-Diabetes werden die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse zerstört. Das heißt, man muss die Beta-Zellen ersetzen. Beim Typ-2-Diabetes kommt es durch die stetige Überzuckerung und die vielen Lipide und Fette im Stoffwechsel zur Zerstörung der Beta-Zelle. Sie verlieren ihre Funktion. Aber hier könnte man medikamentös versuchen, die Beta-Zellen zu schützen vor dem Stress oder sogar im Patienten versuchen, diese Beta-Zellfunktion wieder zu regenerieren. Der Biologe erforscht am Helmholtz-Zentrum München mögliche Wege, um beide Diabetestypen heilen zu können. Dabei will er aus Stammzellen im Labor Beta-Zellen herstellen, die Patienten dann transplantiert werden könnten. Zur Erzeugung neuer Beta-Zellen, die im Körper des Diabetikers wieder selbst Insulin produzieren können, werden pluripotente Zellen differenziert. Über viele Kultivierungsschritte hinweg entstehen Beta-Zellen. Im Falle der Diabetes-Typ 1-Patienten ist allerdings gerade deren körpereigenes Immunsystem problematisch, weil es die transplantierten Zellen als Fremdkörper wieder angreifen würde. Wie können diese Zellen aber beschützt werden? Ja, bei der Beta-Zell-Ersatztherapie hat man durch die Stammzellen eigentlich das Organspenderproblem gelöst. Was wir natürlich noch nicht gelöst haben, ist die Organabstoßung, die es bei allen Organtransplantationen gibt. Das heißt, wenn man fremde Zellen in einen Körper reintransplantiert, werden die im eigenen Körper als fremd erkannt. Das heißt, man muss die Zellen, die transplantiert werden, schützen. Da gibt es mehrere Ansätze. Ein Ansatz wäre zum Beispiel, die Zellen zu verkapseln, damit das Immunsystem die Zellen nicht sieht und schützt. Ein weiterer Ansatz wäre, dass man die Stammzellen genetisch manipuliert und sie sozusagen vor dem Immunsystem unsichtbar macht. An weiteren therapeutischen Ideen gegen Diabetes herrscht beim Stammzellforscher und seinem Team kein Mangel. Mit einem völlig neuen regenerativen Ansatz will Lickert die erkrankten Zellen im Körper der Typ-2-Diabetiker wieder zum gesunden Funktionieren bewegen. Dazu müssen wir die molekularen Grundlagen verstehen. Wir müssen molekulare Angriffspunkte finden und Medikamente entwickeln, die diese regenerativen Mechanismen im Körper des Diabetespatienten anstoßen. Lickerts Team hat einen bisher unbekannten Rezeptor auf den Beta-Zellen entdeckt, der neue Möglichkeiten zur medikamentösen Behandlung von Diabetes schaffen könnte. Den insulininhibitorischen Rezeptor, Inzeptor. Blockiert man die Funktionen von Inzeptor, wird der Insulinsignalweg der Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse viel empfindlicher. Das könnte die Funktionen der Beta-Zellen regenerieren und so zu einem körpereigenen Stopp des Diabetes führen. Die Motivation des Wissenschaftlers Heiko Lickert dabei ist klar. Das Schöne an der Forschung ist natürlich, wenn man erfolgreich ist, dann hilft es auch zum Schluss hoffentlich einem Menschen. In diesem Fall, in unserer Forschung, natürlich diabetischen Patienten, für die es derzeit leider keine Heilung gibt.